Und in Brasilia begrüße ich meinen Kollegen Klaus Brodbeck. Welches waren Ihrer Beobachtung nach die wichtigsten Themen der Südamerika-Reise des Kanzlers? Na, das ist ein ziemlich langer, ziemlich voller Zettel, den Scholz da dabei hat. Es geht natürlich um Klimaschutz, um den Kampf gegen den Klimawandel. Es geht um den Schutz des Regenwaldes. Es geht aber auch um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu allen drei Ländern, die Deutschland verbessern möchte. Es geht darum, den Ländern zu helfen, mehr Wertschöpfung bei sich zu erreichen. Und es geht natürlich auch darum, den Einfluss Russlands und Chinas hier in dieser Region, die Europa dann doch relativ lange vernachlässigt hat, weil man dort nach der Wende immer eher nach Osten und nach Fernosten guckt, aber eben nicht nach Lateinamerika, diese Beziehungen wieder zu verbessern. Und natürlich geht es auch um die Frage des Ukraine-Krieges. Die Länder hier in Lateinamerika leiden unter den Folgen, obwohl sie so weit weg sind. Die Preise explodieren, Nahrungsmittel werden knapp und Scholz versucht, auch hier die europäische Perspektive klarzumachen, dass es ein Putinscher Angriffskrieg ist und eben nicht eine Notabwehr oder so, wie russische Propaganda das zu berichten versucht oder darzustellen versucht. Und es geht deswegen auch in allen drei Ländern natürlich immer um Waffen, bisher vergleichsweise erfolglos. Wie das hier in Brasilien ausgehen wird, ist noch abzuwarten. Die Pressekonferenz des Präsidenten Lula und die von Scholz hat noch nicht begonnen. Nun war Wirtschafts- und Klimaminister Habeck ja in Katar und Saudi-Arabien, auch in Norwegen, da ging es um Öl und Gas. Jetzt ist der Kanzler in Südamerika. Seltene Erden sind dort zu kaufen. Wie steht Deutschland denn da bei der Suche nach neuen Rohstofflieferanten? Also was Lateinamerika betrifft, ist es so, dass die Chinesen da schon sehr den Fuß in der Tür haben, bereits langfristige Verträge abgeschlossen haben, die noch 10, zum Teil auch 20 Jahre laufen. Also da sagte ein Experte hier aus der Wirtschaftsdelegation, da sei es 5 nach 12, da müsse man nachsteuern. Aber man kann das tun, weil wir mehr anbieten können als die Chinesen. Nicht eben nur die Rohmaterialien hier aus dem Boden zu holen und dann sind sie weg, sondern eben auch Verarbeitungsschritte hier ins Land zu holen. Das heißt, Arbeitsplätze hier zu schaffen, Devisen hierher zu bringen und eben auch eine Wirtschaft aufzubauen. Das ist das, was man versucht. Bedarf ist auf jeden Fall da. Bis zum Jahr 2050 gibt es Prognosen, dass der Bedarf zum Beispiel an Lithium sich verhundertfachen wird. Also das ist ein Bereich, in den einzusteigen sich auf jeden Fall lohnt, auch wenn Deutschland da spät dran ist. In Brasilien kommt ja zu den Wirtschaftsfragen noch dazu, dass es einen Regierungswechsel gab. Wie wirkt sich das aus auf die Beziehungen? Auf die Beziehungen wirkt es sich gut aus, weil Bolsonaro nicht mehr da ist und man Lula gut kennt. Auch Scholz und Lula kennen einander persönlich, haben schon öfter gesprochen. Aber das ist natürlich heute trotzdem ein besonderer Moment. Und das ist aber auch eine besondere Situation in Lateinamerika, also in Brasilien hier, weil der Präsident eben keine Mehrheit in der Kammer, im Parlament hat, also auch irgendwie hier Deals machen muss und weil natürlich die politische Lage in Brasilien so ein paar Tage, paar Wochen nach dem Sturm auf die Gebäude, vor denen ich hier stehe, natürlich sehr instabil ist. Klaus Brodbeck, vielen Dank nach Brasilia.